27 Jahre nach einem schweren Arbeitsunfall kann sich Thomas Ressing endlich wieder schmerzfrei bewegen und seinen Job als Berufskraftfahrer ausüben. Der 61-Jährige trägt anstelle seines linken Unterschenkels heute eine Endoexo-Prothese. Ich bin der Thomas Ressing. Ich hatte leider 1997 einen Arbeitsunfall. Bin seitdem 20 Mal operiert worden. Und 2018 amputiert worden am linken Unterschenkel. Die erste Zeit ging's mit der Prothesenversorgung. Und dann kam das Problem, dass mein Stumpf morgens dick war und im Laufe des Vormittags dünner wurde. Wir haben alles probiert mit diversen Schäften, mit diversen Systemen. Hat aber nie geklappt, so dass ich sehr unzufrieden war, weil es genervt hat. Dann dank der BG, die das mitgemacht hat, haben wir einen Professor in Dortmund gefunden, Professor Lühring, der dann im März dieses Jahr bzw. im April dieses Jahr zwei OPs durchgeführt haben und dieses Endoexo eingebaut hat. Durch diese Osteointegration oder diese Operation mit dem Einbringen des Implantats hat das endlich alles gut funktioniert. Dann war ich 4 Wochen in der Reha, bin seit Mitte Mai wieder am Arbeiten. Ich möchte da mal sehr betonen, dass ich stolz bin auf meinen Mitarbeiter, Herrn Ressing. Es ist sehr lobenswert, sich so weit zu kämpfen, dass man wieder in den Alltag, in dem Arbeitsalltag teilnehmen kann. Herr Ressing kommt super mit dem System zurecht. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem System gemacht. Es ist sehr unkompliziert. Also wir sind froh, dass wir die prothetische Versorgung von dem Herrn Ressing letztendlich erfolgreich durchführen konnten, dass er seinen Beruf wieder ohne Einschränkungen ausüben kann. Ja, und was natürlich toll ist, nach der ganzen Zeit und seit 2018 die Amputation, bin ich jetzt endlich am Ziel und mir geht es richtig gut mit dem Endoexo-System. Ich habe jetzt überhaupt keine Beeinträchtigungen. Ich fühle mich sau wohl, weil ich alles machen kann, keine Schmerzen habe und keine Medikamente mehr nehmen muss.27 Jahre nach einem schweren Arbeitsunfall kann sich Thomas Ressing endlich wieder schmerzfrei bewegen und seinen Job als Berufskraftfahrer ausüben. Der 61-Jährige trägt anstelle seines linken Unterschenkels eine Endoexo-Prothese.